Stefan Marquardt, Sternekoch, Punk und Kochen, wie gehört das eigentlich zusammen? Auf den ersten Blick gar nicht, oder? Ja, ich sag mal, Punkrock und Kochen ist ein und dasselbe. Nur, dass eben bei Punkrock gibt es die Musik, die wird irgendwann mal, wenn sie fertig ist, auf eine CD gepresst. Und unser Song, wenn der fertig ist, der kommt auf den Teller und den kann man gleich essen. Aber selbst Musik machen, das war nie im Raum gestanden als Idee? Ja, ich sag mal, ich wäre natürlich lieber gern Punkrocker und wäre auf den Bühnen dieser Welt. Was heißt lieber? Genauso gerne. Ich habe es immer wieder mal versucht, so Gitarre spielen. Ich kann halt keine Noten und deswegen, ich höre mir was an und tüftle nach so lange rum, bis ich es kann. Und was für mich eine große Ehre ist, dass ich auf Luckys neuer Platte spiele ich einen Song und singe natürlich auch. Wobei das, glaube ich, grottenschlecht ist, wie ich singe, also finde ich. Aber ich habe die Gitarre wirklich super hingekriegt und ist eine uralte Geschichte, was jeder kennt, von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht, die Hardcore-Version. Sehr schön, sind wir gespannt drauf. Wolltest du oder willst du mit deinem Outfit, mit deinem Kochstil in gewisser Weise auch provozieren? Nee, ich möchte mich wohlfühlen. Und ich sage einfach, irgendwann hat es ergeben, dass wir die Kochjacken ausgezogen haben, weil wenn ich den ganzen Tag in der Küche, also die meiste Zeit des Tages in der Küche verbringe, dann möchte ich mich wohlfühlen, dann möchte ich rumlaufen und möchte mich bewegen können und nicht in einer engen Kochjacke gezwängt sein. Und ja, die Zeiten ändern sich natürlich. Ich habe gedacht, es gibt keine tollen Kochjacken. Ich habe selber eine entwickelt, auf den Markt gebracht mit einer tollen Firma zusammen. Und die läuft sehr gut und die ziehe ich ab und zu auch wirklich sehr gerne an. Das Wohlfühlen, sich wohlfühlen, das Wilde, sag ich mal, ist letztendlich auch wahrscheinlich ein Geheimnis, so kreativ, so gut zu werden, oder? Ich sag mal, das Schöne ist, wenn man sich selber treu bleiben kann, wenn man sich nicht verstellen muss und kann wirklich sein Ding durchziehen, wie man sich wohlfühlt und kann die Leute dazu motivieren. Im Endeffekt hat es einfach mit Respekt vor den Dingen, was du tust, egal was man im Leben tut, Respekt davor haben, an dich werden, ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen Demut auch für das, was man erreicht hat. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Würdest du auch behaupten, man braucht auch einen gewissen Willen oder Mut zum Wahnsinn, um das so durchzuziehen wie du? Ja, man braucht natürlich einen Hang zum Wahnsinn. Und ich sage einfach, alleine erreicht man gar nichts. Man ist immer nur so gut wie sein Team. Und es wird auch kein einziges Interview geben, wo es heißt, ich habe das und das gemacht, sondern es heißt immer, wir haben es gemacht, weil ich alleine bin gar nichts. Dennoch stehst du ja vorne im Rampenlicht, sagen wir es mal so. Wann hast du denn gemerkt, den Durchbruch schaffen zu können mit deinem Style? Ja, ich weiß nicht, ob der Durchbruch noch kommt, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, am Anfang hatte ich da wahnsinnig Angst davor. Ich weiß noch, als ich mein erstes Referat halten musste, ich konnte es gar nicht den Zettel in der Hand halten, so habe ich gezittert. Und meine Mutter hat dann gemeint, du musst einfach irgendjemanden schnappen, den stellst du nackig vor und dann funktioniert es von alleine. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und wenn dann mal 5 Minuten vorbei sind, und bei mir ist es ganz wichtig, ich bin kein Prediger, keiner, der irgendwelche Befehle gibt oder jemand belehren möchte, sondern bei mir muss der Spaß mit rüberkommen. Und ich finde, so kann man Leute viel mehr motivieren, indem man das wirklich zum Schmunzeln, zum Lachen rüberbringt. Natürlich auch die Message muss natürlich rüberkommen, wo man drüber erzählen möchte oder wo man lehren möchte. Aber mit Spaß dabei geht es viel einfacher. Und da fühle ich mich auch wohl dabei. Wie hast du dir dann deinen Stern erkocht? Eher konventionell oder auch schon experimentell? Den habe nicht ich gekocht, den haben wir gekocht. Und ich sag einfach mal so, der Stern, das braucht kein Mensch. Ich sag mal, diese Führer, das ist eine wichtige Geschichte für die Menschen, die Restaurants am Land haben. Dafür sind ja auch gemacht worden, um die Leute eben da rauszuziehen, damit quasi diese Reiseführer. Und den Stern, ich meine, er kam halt irgendwann. Und ich sag mal, wir hatten Höchstbewertungen in allen Führern, nur den Stern nicht. Und es war die beste Werbung, weil wir bewertet waren wie jedes 2- und 3-Sterne-Restaurant. Und da kam der Stern. Und da kam so ein Haufen Affen zur Tür rein auf einmal und dann haben wir alles zurückgegeben. Alle Bewertungen in allen Führern. Okay. Inwieweit ist dir das heute auch in TV-Sendungen wichtig, in denen man dich hin und wieder sieht, diese Freiheit? Für mich ganz wichtig. Und als Star-Koch wird man immer betitelt, wenn wir mal irgendwann einen Stern gekocht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in welchem Jahr. Es war am Bodensee unten. Und für meine Jungs haben mich natürlich gefreut. Und für mich ist es eigentlich überhaupt nicht wichtig,
Für viele Kollegen ist es einfach ein Prestige. Jeder arbeitet darauf hin und manche wirklich so verbissen. Es gibt ja wirklich Kollegen, als den dritten Stern genommen gekriegt haben, die sich das Leben genommen haben. Und ich nenne es einfach mal schön dekorativ. In der Stadt, wenn du einen Laden hast und der läuft nicht, dann würde ich mal drüber nachdenken, was ich falsch mache. Da brauche ich keine Sterne, keine Punkte, keine Löffel. Was können wir uns in der Hinsicht zukünftig von dir erwarten? Kochshow-technisch, knallt es beim Kochen? Ich sag mal, Kochen mit Knall war natürlich eine fixe Idee, die ging ein bisschen am Ziel vorbei. Viele Zuschauer, denen war das einfach zu gacker, aber wir wollten halt einfach mal rumblödeln, einfach mal rumspinnen. Wie die Jungs früher in der Garage gepasst haben, das haben wir einfach gemacht. Und die Rechnung ging nicht auf, wurscht, machen wir halt was Neues. Und ich habe ganz, ganz viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, die sind aber noch nicht spruchreif. Okay, ich fand es sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Stefan. Sehr.